nochmal hoch hinaus. Links läuft noch Gerber mit. Da bin ich Mitte gespielt und das ist das 1-0. Herrlich gemacht. Ronny Deller in der 9. Minute. Da hatte Thurgau eigentlich Langenthal in der Langenthaler Zone im Griff. Und dann gibt es diesen Scheibenverlust bzw. hoch rausgespielt von Thomas Büsser auf Erik Himmelfarb. Und ja, der hat eben auch das Auge. Das hat er schon mehrfach bewiesen, auch in dieser Saison. Eigentlich eine Notgrosche, fechtig, da räumt zwar alles. Scheidecker. Tut seine Mitte etwas. Fritschi. Ja, das war dann etwas mit der Blechstange. Tatsächlich, wow, was für ein Tor von Patrick Spannring. Viel, viel weniger Platz kannst du eigentlich da gar nicht haben, aber der haut das Ding doch tatsächlich noch unter die Latte. Der Österreicher mit Schweizer Lizenz. Das Ganze in der 33. Minute. Hier noch einmal der Ausgangspunkt Scheidecker. Fritschi, der versucht dann mit der Brechstange irgendwie die Scheibe reinzuwirken. Merkt dann noch kein Platz. Mare passt auf. Backhand einfach mal ins Zentrum gespielt und dann wird da zu wenig aufgepasst. Schau noch einmal. Spannring. Und Fritschi legt da zurück. Da ist er das Uno. Kummer. Müller! Das 2:1 für Nesse Langenthal. War die Scheibe noch abgelenkt? Ansonsten wäre der Torschütze da. Der Captain höchstpersönlich, Yves Müller. Schau noch einmal. Kummer wartet und schaut genau dann Müller. War das womöglich Kempf, der die Scheibe doch abgelenkt hat? Nicht ganz genau zu sehen. Hier vielleicht. Jawohl. Eberhard ist aus dem Tor. 6-5 bei beiden Thurgauern. Scheidecker mit dem Fehlpass genau auf die Schaufel von Kummer. Und Kummer mit der Entscheidung hier in dieser Serie und in diesem Spiel. 3:1, Dario Kummer. Er trifft einmal mehr. Heute nicht das Game-Winning Goal, bisher nur Game-Winning Goals erzielt beinahe oder einen Ausgleichtreffer, so wie am Donnerstag, aber am Ende ist er halt dann doch wieder entscheidend. Mit diesem 3:1 macht er alles klar. 41 Sekunden vor Ende des dritten Drittels. Große Freude bei den Langenthalern hier.